Hallo, liebe Eltern, liebe Familien und Freunde des Familienhauses. Schön, dass Sie wieder reinschauen hier zu unserer Infothek. Im heutigen Beitrag soll es darum gehen, was tun, wenn Babys und Kleinkinder Gegenstände verschlucken. Ja, Babys wollen natürlich ihre Welt erforschen und das bedeutet auch für viele Babys und Kleinkinder einfach, dass sie ihre Umgebung mit Händen und Mund, ja, im Worte zu begreifen, fühlen und schmecken wollen. Und dann ist es ja schwupps passiert, auf dem Boden liegt vielleicht eine kleine Münze, die bei Ihnen vielleicht aus der Hosentasche oder aus dem Portemonnaie gefallen ist und Ihr Baby nimmt den Gegenstand und steckt sich den natürlich in den Mund. Die Frage, woran erkennen Sie vielleicht, dass Ihr Kind vielleicht jetzt die kleine Münze im Mund hat und verschluckt hat? Und ich würde Ihnen jetzt gerne einfach ja, ein paar Maßnahmen aufzeigen, wie Sie im Notfall zu reagieren haben. Ja, wenn kleine Teile verschluckt werden, dann gelangen sie in der Regel über den Magen-Darm-Trakt ganz schnell eigentlich wieder nach außen. Das heißt, in den nächsten ein, zwei Tagen finden sie dann diesen verschluckten Gegenstand in der Regel in der Windel wieder. Ganz oft ist es aber so, dass wenn ihr Baby, ihr Kleinkind vielleicht über plötzlich auftretenden Bauchschmerzen klagt, sollten Sie als Eltern vielleicht auch die Möglichkeit des Verschluckens berücksichtigen. Ne? Es kann sein, Sie haben es vielleicht gar nicht gesehen, dass Ihr Kind eine Münze oder vielleicht eine kleine Murmel in den Mund gesteckt hat, aber auch Babys auf einmal komisches Kleinkind hat vielleicht Bauchschmerzen, da einfach dann die Idee, vielleicht hat es ja was verschluckt. Genau, es kann auch natürlich auch die Gefahr bestehen, dass sich Kleinteile in der Speiseröhre oder auch im Magen verkanten. Es kann auch vorkommen, dass kleinere Teile eingeatmet werden von Babys und somit tief in die Bronchien gelangen. Es ist so, dass wenn das passiert ist, unter Umständen ja zu einer Bronchitis kommen kann oder vielleicht sogar zu einer Lungenentzündung. Mitunter sind die ja, Atemwege so stark blockiert, dass auch eine Atemnot und eine Erstickungsgefahr droht. Ja, wenn Ihr Kind plötzlich hustet oder würgt, sollten Sie vielleicht auch daran denken, dass es etwas verschluckt haben könnte. Wenn es unter Atemnot leidet und das Gesicht blau anläuft, ja, kann man davon ausgehen, dass sich vielleicht ein Gegenstand im Kehlkopfbereich festgesetzt hat. Und in dem Fall gibt es halt ja ganz wichtige Hilfsmaßnahmen, die wichtig sind, die Sie vielleicht einfach mit berücksichtigen sollten. Hier erstmal ist wichtig, dass Sie den Mundraum von Ihrem Kind kontrollieren und wenn möglich den Gegenstand mit ein, zwei Fingern entfernen oder das, was sich drin befindet. Bei Säuglingen und Kleinkindern, die mit akuter Luftnot, ja, sollten sie das Baby auf dem Bauch, zum Beispiel mit dem Bauch auf dem Bein eines Erwachsenen legen und dann, sagt man, etwa 5 Schläge auf den Rücken zwischen die Schulterblätter, um einfach, damit der eingeatmete Gegenstand sich lösen kann. Wenn Sie das Gefühl haben, dass beim Verschlucken oder beim Einatmen eines Gegenstandes keine akute Luftnot ist, sollten Sie auf jeden Fall direkt zur Klinik fahren und nicht den Notarzt rufen. Hier aber darauf achten, dass Ihr Kind während der Fahrt möglichst aufrecht sitzt. Fahren Sie nie alleine zum Arzt oder in die Notaufnahme, sondern nehmen Sie sich noch eine weitere Person mit. Einfach im Fall, wenn eine Atemnot auftritt, dass Sie dann oder dass jemand da ist, der reagieren kann und es natürlich notfalls auch sofort bemerkt. Ja, wichtig, wenn Ihr Kind einen Gegenstand verschluckt hat, das Kind niemals schütteln. Also versuchen Sie nicht, Ihr Kind zu schütteln, um diesen Gegenstand rauszukriegen. Auch wichtig, Essen und Trinken unterlassen. Ja, einfach da gucken, nicht, dass Sie, wenn Sie das Gefühl haben, es hat was verschluckt, nicht was zu essen und trinken geben, damit, weil Sie wollen, dass der Gegenstand dann runterrutscht. Hier ist einfach die Gefahr des Erbrechens sehr hoch, weil die Atemwege zusätzlich blockiert werden könnten. Ja, gibt es vorbeugende Maßnahmen, um vielleicht zu verhindern, dass Ihr Kind einen Gegenstand verschluckt? Es lässt sich nicht jede Situation vollständig kontrollieren. Ne? Es kann immer wieder zu einem Notfall kommen, dass Ihr Kind irgendwas eingeatmet hat oder vielleicht einen kleinen Teil verschluckt haben. Es gibt aber ja bestimmte Maßnahmen, die helfen einfach das Risiko, dass Ihr Kind etwas verschluckt, zu minimieren. Dazu zählen zum Beispiel, dass Sie kindersicheres Spielzeug benutzen. Ja, keine kleinen Teile, also wenn Sie Kuscheltiere haben, gucken Sie, dass Sie da keine Knopfaugen oder sowas dran haben. Ne? Kinder finden das ganz interessant, damit rumzuspielen, reißen den Knopf vielleicht ab und stecken sich ja alles im Mund.
Keine Apfel- und Karottenstückchen oder andere harte Obst- und Gemüsesorten ihrem Kind anbieten. Da einfach gucken. Es gibt in den Drogeriemärkten so kleine, wie so kleine Netze, wo man das Obst reinstecken kann, dass das Kind halt nicht die Gefahr bekommt, dass das Kind ein größeres Stück abbeißt und dann sich daran verschluckt. Ja, Kleinkram wie Büroklammern oder Münzen, da einfach darauf achten, dass sie sowas zu Hause nicht offen liegen lassen. Ja, wie ich schon sagte, im Kleinkindalter kommt es relativ häufig dazu, dass Kinder irgendwas verschlucken, irgendwelche kleineren Gegenstände. Solange die Gegenstände rundlich sind und kleiner als 20 mm im Durchmesser, sagt man, dass sie einfach ganz normal den Magen-Darm-Trakt passieren und dann in ein, zwei Tagen wieder problemlos ausgeschieden werden. Größere Probleme machen Gegenstände, die ja größer sind, die aus Versehen eingeatmet werden oder vielleicht aufgrund ihrer Form und ihrer Größe in der Speiseröhre oder im Magen hängen bleiben können. Hier ist es, wie gesagt, ganz wichtig, dass sie einfach, dass so eine Fälle in der Kinderklinik behandelt werden. Plötzliches Husten nochmal zum Zusammenfassen oder Würgen können Anzeichen für ein versehentliches Einatmen sein. Ne? Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, Ihr Kind hat auf dem Boden gespielt und fängt plötzlich ganz komisch an zu husten oder zu würgen, könnte das ein Anzeichen dafür sein, dass Ihr Kind sich vielleicht verschluckt hat. Bei Atemnot, wie gesagt, einen Notarzt verständigen. Gucken zu Hause zum Beispiel Knopfbatterien oder magnetische Gegenstände wie irgendwie so Kugeln von Magnetspielzeug. Wenn die verschluckt werden, sagt man, sind sie besonders gefährlich. Sie können zu schweren Verletzungen des Magen-Darm-Trakts führen und sollten möglichst schnell ärztlich entfernt werden. Und wichtig auch im Kinderzimmer ein bisschen darauf achten, dass sie regelmäßig die Spielzeuge auf lockere Kleinteile überprüfen. Und sowas wie Batterien oder kleine Gegenstände nicht offen herumliegen lassen. Ja, das war heute zum Thema, was passiert oder wie gehe ich damit um, wenn vielleicht mein Baby Kleinteile verschluckt hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.